Heute nehme ich euch mit zu meinem Covid-Test und danach erkunden wir Stone Town. Und abends, wenn wir zurück sind in Nungwi, dann geht es noch im Meer schwimmen. Ja, das ist die Lumumba Secondary School gewesen. Ich glaube, das ist das neue Gebäude und das ist das alte Gebäude, wurde zum Covid-Testzentrum umbenannt. So, den Test habe ich erledigt. Wichtig für alle, die das machen wollen, Maske nicht vergessen. Ich hatte meine natürlich vergessen. Und das ist hier eine ehemalige Schule und hat keine 5 Minuten gedauert. Obwohl mein Termin erst heute Nachmittag war, bin ich trotzdem dran gekommen. Und ja, waren alle sehr nett und freundlich. Ich konnte auch hier bezahlen, obwohl ich andere Informationen hatte. Man kann im Internet bezahlen. Auf der App geht es nicht, aber wenn man das Internet, die Webseite nutzt, geht es. Ja, und das ist jetzt richtig gut, denn jetzt habe ich richtig viel Zeit, noch durch Stone Town zu wandern. Krass sein für die Leute hier, dass plötzlich hier so viele Touristenkutschen durchfahren durch ihr Dorf. Das scheint mir doch recht arm hier zu sein. Wollen mich hier alle mit so einem Motorrad mitnehmen, das heißt irgendwie Boa oder so ähnlich. Ich kann es ja mal hinschreiben, wie es heißt. Die können nicht verstehen, dass ich hier laufen möchte. Es ist 1 Kilometer. Ich finde es schön, mal hier lang zu spazieren. Im Grunde genommen müssen ja alle sansibarischen Touristen hier zum Covid-Test fahren. Also es gibt noch verschiedene andere Testzentren. Aber das ist jetzt hier das Dichteste, wenn man aus dem Norden kommt. Muss ich hier an der Hauptstraße entlang laufen. Gehwege gibt es hier nicht. Es gibt nur die Straßen. Übrigens eine Tankstelle. Benzin kostet hier 74 Cent. So, schaut mal hinter mir. Ich kann da nicht so direkt filmen. Da wird getrockneter Fisch verkauft. Hier gibt es alle jeglichen Früchte, die man sich vorstellen kann. Und Gemüsesorten. Hier bekommt man praktisch alles zu kaufen. Es gibt keine richtigen Baumärkte, sondern man muss wirklich für alles auf den Markt und dann fährt man von Stand zu Stand hier mit seinem Auto und kann nach und nach alles kaufen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit. Das zeitaufwendigste von allem ist das Verhandeln. Das dauert ja Ewigkeiten, bis man sich auf einen Preis geeinigt hat. Jetzt bin ich wieder auf dem Busbahnhof. So, der erste Geldautomat war schon mal voll Personen. Diesmal hoffe ich, dass ich auch Geld bekomme. Und jetzt gehe ich einfach noch ein bisschen bummeln, denn es ist heute ein Regentag und da kann man sich eh nicht an den Strand legen. Dann nutze ich die Zeit und genieße noch ein bisschen den Trubel hier. So, ich bin zurück in der Innenstadt hier von Stone Town. Jetzt gehe ich erstmal wieder einen Geldautomat suchen. Ich habe ja heute ein Taxi genommen, das ist immer ein bisschen teurer. Von Nungwi bis hierher, wenn man einen guten Preis verhandelt, sind 20 Dollar. Erstmal Englisch. PIN ändern. Okay.
geht nicht. Es war ja wieder klar, dass es nicht geht, aber egal, es gibt ja noch mehr Geldautomaten hier. Noch der verstorbene Präsident hier, den haben die so geehrt. So, jetzt zweiter Versuch. Mit Barclays gleich. Englisch, bitte. Erstmal die Karte. Yeah! Beim zweiten Versuch heute. Nach den 12 Versuchen von gestern bin ich heute mit meinem zweiten Versuch ganz gut weggekommen, oder? Hinten ist übrigens da der Hafen hinter dem Kreisverkehr. So, jetzt bin ich im Lukmann und jetzt kann ich mir mal hier aussuchen, was es zum Essen und zum Trinken gibt. Erstmal Baobab Shaker. Oh, hört sich auch lecker an. Ich tendiere ja immer zu Mango Passion, weil mir das am besten schmeckt. Aber ich weiß nicht, ob es mir am besten schmeckt. Pineapple Banana hört sich auch gut an. So, die sind schon mal weg. Jetzt noch der Avocado-Salat. Die zwei frisch gepressten Säfte und die Garnelen und der Avocado-Salat haben alles zusammen 6 Euro gekostet. Eigentlich wollte ich mir jetzt gerade noch eine Kokosnuss kaufen, aber jetzt fängt es an zu ringen und keiner will mehr was verkaufen. Lecker! Ein Glas kostet 1000 Schilling. Ich sitze jetzt hier im Daladala. Ich mache das nämlich immer so, weil ich einen Sitzplatz am Fenster haben möchte, steige ich schon auf den Busparkplatz ein, bevor er zum Busbahnhof kommt. Die Fahrer, die sagen da nichts und ich habe immer einen Sitzplatz sicher. Direkt aus dem Bus kannst du alles kaufen. Von Zahnpasta über Getränke, Wasser, Süßigkeiten, Snacks, Nüsse, Früchte, alles was du möchtest. Der ist gerade gekommen aus Nungwi. Zuckerrohrnachschub für mein Getränk. Und die mit den Sonnenschuhen verkaufen hier Handykarten. Nach dem Tag in der staubigen Stadt und der langen Busfahrt gehe ich heute noch ans Meer. Kaum regnet es mal ein bisschen, ist hier keiner mehr. Aber schön sieht's aus. Ich gehe jetzt auch eine Runde schwimmen. Die habe ich das die letzten 2 Tage vermisst. Es ist so herrlich, wie Badewannenwasser.
Hat euch das Video gefallen heute? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Abo dalassen. Bis bald!